Moin Leute, vor kurzem gab es einen quasi Leak zu einem möglichen Release-Plan von DJI, der halt für nächstes Jahr vorgesehen ist. Und zwar hat man dort dann auch gesehen einmal die DJI Mini 3 und die DJI Pocket 3. Die Mini 3 soll angeblich laut diesem Plan im April 2022 veröffentlicht werden und die Pocket 3 im, wenn mich nicht alles täuscht, Oktober oder Winter um den Dreh herum 2022, also zum Weihnachtsgeschäft hin. Und das nehme ich jetzt einfach mal als Anlass für Spekulationen bzw. für Wünsche, die wir, also ich und Matti, der jetzt hier heute nicht dabei sein kann, aber ich habe im Kopf, was er sich gerne wünscht für eine dritte Iteration, von sowohl der Mini als auch von der Pocket. Dementsprechend würde ich sagen, legen wir mal los mit unserer kleinen Wunschliste. Ja, und da würde ich sagen, fangen wir eben erstmal mit der Mini an, mit der Drohne. Dort gibt es tatsächlich weniger Sachen, wie ich finde, und Matti wahrscheinlich dann auch. Kann er gerne auch in den Kommentaren nochmal reinschreiben, wenn er mich da verbessern möchte, die man da verbessern kann, weil man sich halt in einem bestimmten Gewichtsbereich schon halten muss. Und das sind halt diese magischen 249 Gramm, weil alles unter 250 Gramm, dafür muss man noch nicht eben halt diesen richtig großen Drohnenführerschein haben, ja. Da reicht im Prinzip schon etwas Kleineres aus und da sind die Bestimmungen einfach auch nicht so strikt wie halt bei einer größeren Drohne. Dementsprechend muss man sich hier mehr ans Gewicht halten und deswegen denke ich, dass bei einer dritten Iteration jetzt von der Mini auch einfach nicht ganz so viele neue Sachen damit reinkommen. Aber ich gehe einfach mal die Wünsche durch, die ich zumindest von Matti weiß, die ganz praktisch wären. Erstens Sensoren. Ganz wichtig, wir haben immer wieder Situationen, in denen Matti zum Beispiel über einen Fluss fliegt, ja, und in den Fluss rein hängen dann Äste zum Beispiel und die sieht man halt jetzt nicht unbedingt immer, da muss man dann schon etwas vorsichtiger sein. Wenn man hier dann natürlich Sensoren nach vorne und nach hinten hätte, wäre das Ganze sehr interessant und sehr nützlich, weil man dort dann einfach nochmal das gewisse Gefühl von Sicherheit hat hier in diesem Fall. Und das ist tatsächlich auch eine der realistischeren Sachen, wie ich finde, denn es gab bereits schon erste Vermutungen, dass genau das kommen könnte, weil es ja auch von der Konkurrenz von DJI bereits jetzt Drohnen gibt, die in einer ähnlichen Gewichtsklasse sind, aber halt mehr Sensoren haben und die dann ja dadurch auch nochmal für bestimmte Leute interessanter werden. Und ich denke mal, da wird DJI sich auch nicht lumpen lassen und das Ganze halt auch so umsetzen. Und dementsprechend denke ich, dass das doch eines der realistischeren Sachen ist, die wir sehen könnten bei einer dritten Version der Mini. Was auch noch eventuell interessanter sein könnte, sind stärkere Motoren. Weil die Mini, die ist zwar schon relativ stark, allerdings, wenn es dann wirklich mal windiger wird, merkt man auch, dass die kleine Drohne doch schon ihre Probleme hat. Klar, sie ist leicht. Sie braucht halt an sich nicht so starke Motoren, um sich in die Lüfte zu erheben. Aber um das Ganze dann zu halten, wird es dann schon wieder etwas schwieriger. Dementsprechend denke ich, dass etwas stärkere Motoren hier vielleicht dann auch interessanter sein könnten. Da muss man dann natürlich auch wieder gucken, wie sieht es mit dem Akku aus. Der Akku müsste entweder größer oder anders aufgebaut sein, um dann auch diese ganze Power zu kompensieren. Dementsprechend sehe ich das etwas schon realistisch. Aber nicht ganz so wie die Sensoren. Ja, hier ein kurzer Cut. Ich muss zwischendurch mal schneiden. Heute habe ich schon ein Video aufgenommen. Meine Stimme ist etwas lediert. Dementsprechend muss ich zwischendurch mal eben kurz was trinken. Verzeiht mir das bitte. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wie gesagt, das mit dem stärkeren Motoren sehe ich als relativ realistisch an. Muss man aber dann auch noch halt diesen Punkt mit dem Akku im Kopf behalten. Der nächste Punkt und wahrscheinlich auch der offensichtlichste Punkt bei der Drohne wäre natürlich ein neuer Sensor. Wir haben jetzt, glaube ich, bei der Mini 2 mit einem 1/2 Zoll CMOS-Sensor zu tun, also eine ähnliche Sensorgröße, die wir, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, auch in den älteren GoPros haben oder auch in den aktuellen. Dementsprechend nicht so super lichtstark. Ja, ich bin mir nicht sicher gerade, was für eine Blende bei der Mini 2 dabei ist. Eventuell könnte man das auch nochmal upgraden und da wäre natürlich der Schritt hin zu einem 1/1 Sensor, der auch halt jetzt in der Pocket 2 drin ist, schon realistisch
gut und auch denkbar, finde ich. Mit einem größeren Sensor kommt auch eine größere Kameraeinheit mal einher. Und wie gesagt, wir müssen uns hier in einem bestimmten Rahmen bewegen. Allerdings finde ich dann den 1/7 Sensor deutlich realistischer als halt den 1 Zoll Sensor, der dann zum Beispiel in einer R2S drin ist, weil ja, die wiegt von vornherein mehr, da kann man mehr machen. Aber bei der kleinen Mini, größerer Sensor, mehr Gewicht, Probleme. Und vor allen Dingen ist der, glaube ich, auch noch relativ teuer für Drohnen. Beziehungsweise wenn man das Ganze mit Drohnen dann umsetzen will, denke ich mal, ohne es wirklich hundertprozentig zu wissen. Dementsprechend wäre das ein Wunsch, der bei Matti, glaube ich, ganz oben steht. Aber auch eher, wie ich finde, unrealistisch ist. Ich denke eher, dass wirklich der 1/7-Zoll-Sensor werden wird, den man halt, wie gesagt, schon aus der Pocket 2 kennt. Ja, das waren jetzt die Sachen, die ich denke, die wichtig wären für eine Mini 3. Und was ist denn bei der Pocket 3? So, da können wir jetzt mehr Punkte nennen, weil einfach wir nicht so angewiesen sind auf irgendein Gewichtslimit. Klar soll das Ganze noch handlich und pocketable sein, schön für die Tasche. Allerdings kann man da schon mal ein paar Gramm drauflegen, wenn das denn auch für die Funktion nötig ist. Ja, kommen wir zum ersten Feature, was glaube ich die meisten wirklich sich wünschen bei der Pocket 3. Wi-Fi eingebaut, beziehungsweise Bluetooth eingebaut und vielleicht dann halt dementsprechend auch Mikrofonverbindung. Das war eins der nervigsten Sachen, wie ich finde, dass dann halt mit der ersten und dann auch jetzt mit der zweiten Generation kam, dass man ein Zusatzmodul kaufen musste, um wirklich die Bluetooth- bzw. Wi-Fi-Funktion zu haben und das Ganze dann natürlich auch übers Handy monitoren zu können. Ja? Wenn man sein Handy wirklich als zweiten Monitor haben möchte, weil der Monitor der Pocket 2 ist ja jetzt nicht gerade groß, braucht man unbedingt das Zusatzmodul. Dieses kostet dann 100 Euro extra, dann sind wir mittlerweile, kostet die Pocket 3 glaube ich so um die 300 Euro, im Angebot auch schon mal für 250 oder 280, irgendwie so. Und da müsst ihr dann halt nochmal 100 Euro draufrechnen für halt dieses Modul. Ist natürlich unschön und ich meine, mit dem Modul kann man glaube ich auch keine 4K60, sondern nur 4K30 aufzeichnen, der Akku geht schneller leer. Ihr versteht mein Problem. Dementsprechend denke ich, dass das wirklich ja einfach ein Ding ist, was drin sein muss. Vor allen Dingen jetzt auch mit der Action 2, die das schon von vornherein eingebaut hat. Dementsprechend sehe ich hier diese Funktion deutlich realistischer. Ja, kommen wir zur nächsten Funktion. Und die ist, denke ich, auch etwas, was sich viele wünschen. Und zwar eine aktuellere Active Track Version. In der Pocket 2 ist noch eine ältere Active Track. Ich meine, das war 2.0 oder 3.0. Ich werde es hier hinschreiben, auch wenn ich mich irgendwo verspreche oder es nicht mehr genau weiß. Und die aktuelle Version ist halt deutlich zuverlässiger. Bei der aktuellen, die halt in der Pocket 2 drin ist, wie gesagt, ich meine, das war die 2er oder 3er, hat man halt das Problem, sobald das Objekt, was man tracken will, hinter einem anderen Objekt verschwindet, auch wenn es nur sehr kurz ist, verschwindet meist schon der Tracking-Punkt. Tracking wird abgebrochen. Man kann das Ganze im Prinzip wieder neu machen. Mit der aktuellen Version soll das Ganze aber relativ gut funktionieren. Gerade auch bei den Drohnen gibt es immer wieder Tests, wo dann auch mit der Drohne und dem Active Track einfach durch den Wald durchgeflogen wird und das Ganze funktioniert fabulös, ohne irgendein Problem. Dementsprechend wünsche ich mir das, glaube ich, auch dann für die Pocket 3. Ja, aber was kann man denn noch so einbauen? Ich habe ganz wilde Ideen. Die werden jetzt wahrscheinlich eine ganze Ecke unwahrscheinlicher. Aber ich wollte sie einfach trotzdem mal mit euch teilen. Und zwar einmal haben wir ja die DJI Ronin 4D Kamera, genau. Und die hat ja jetzt auch eine neue Achse für die Stabilisierung dazu bekommen. Und zwar hat man ja das Problem, wenn man läuft, kann die, ich weiß nicht, welche Achse das ist, müsste die X-Achse sein, glaube ich, bin ich mir nicht sicher. Z-Achse irgendwie so. Wie gesagt, ich werde es hier wieder hinschreiben. Auf jeden Fall, wenn man läuft, hat man halt das Problem, dass die Kamera nach unten hin nicht ausgleichen kann. Nicht so wirklich, weil halt ne Neigung geht und auch oben und unten, aber halt nicht wirklich in der Tiefe, wenn man läuft. Und das Ganze hat halt die Ronin 4D, was ja, natürlich sehr interessant ist, wenn man halt nicht mehr den sogenannten Ninja Walk gehen muss. Ja, also in die Knie gehen, immer schön abrollen beim Laufen, damit man halt möglichst flüssige Aufnahmen hat. So kann man im Prinzip
einigermaßen normal laufen, sogar joggen, rennen und die Aufnahme ist stabil. Das hätte ich natürlich auch gerne mit der Pocket 3, auch wenn, wie gesagt, ich das als äußerst unrealistisch ansehe, weil das halt eins der Premium-Features ist, die halt jetzt die Ronin 4D hat. Und ich denke mal nicht, dass sie das dann mal eben in eine, ja, 400-500 Euro kleine Minikamera einbauen werden. Denke ich mal nicht, aber ich würde es halt gerne sehen. Deswegen haue ich es hier einfach mal mit rein. Ihr könnt auch, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr euch so wünscht für die beiden. Ja, kommen wir weiter. Größerer Sensor. Der Sensor in der Pocket 2 ist schon ganz gut. Der 1,75-Zoll-Sensor, meine ich, ist es. Aber ich würde mir tatsächlich gerne einen 1-Zoll-Sensor wünschen. Auch wieder etwas unrealistisch, ich weiß, aber Wunder gibt es immer wieder, sagt man so schön. Dementsprechend hier ein 1-Zoll-Sensor könnte, glaube ich, nochmal einiges in der Lowlight-Kapazität rausholen. Und so haben wir dann natürlich auch weniger Rauschen bei schlechten Lichtverhältnissen. Gerade das Sony Xperia 1 Pro, hieß es, glaube ich, hat einen 1-Zoll-Sensor. Das Handy und ist A, super teuer, sehe ich ein. Allerdings, wenn man sich die Aufnahmen anschaut, die sind wirklich sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen auch echt gut intern stabilisiert. Dass ich mich frage, ja gut, wie wird das Ganze denn wirklich mit der Software von DJI aussehen, die ja schon auch eine gewisse Reputation haben, was das Ganze angeht. Bei Sony, bei den Handys ist es immer schwierig. Sie haben zwar mit die beste Hardware, aber nicht die beste Software. Dementsprechend würde ich das gerne dann mal bei DJI sehen. Also ein 1-Zoll-Sensor sehe ich als relativ unwahrscheinlich, aber ich würde es gerne sehen. Mir ist gerade noch eingefallen, ich würde gerne noch eine Sache bei der Mini 3 hinzufügen, und zwar sind das die Master Shots, die wir von der R2S unter anderem kennen. Ist ja im Prinzip nur Software, könnte man wahrscheinlich auch für die R2 bringen, für die Mini 2. Aber ich denke mal, wenn die eine Mini 3 bringen, sie brauchen halt Neuerungen, dann wäre das so ein Ding, was man relativ einfach implementieren könnte, aber trotzdem einen sehr großen Nutzen hat, wie ich finde. Weil gerade viele Leute, die sich halt diese Mini-Drohnen holen, nenne ich es mal, ja, diese Mini 1, 2, 3, dann in dem Fall, sind halt nun mal noch Anfänger, und denen halt ein Tool an die Hand zu geben, mit dem sie halt direkt wirklich sehr schöne Aufnahmen machen können, auch relativ fehlerfrei, ist, glaube ich, so ein Ding, was ja einfach ein sehr großes Verkaufsargument sein könnte. Deswegen würde ich hier sagen, Master Shots sehe ich als sehr wahrscheinlich, weil es nicht viel Aufwand ist, theoretisch. Es sei denn, sie wollen dieses Feature wirklich für die nächste Geräteklasse, die R2S in dem Fall, sich reservieren, aber das hoffe ich natürlich nicht. Ja, das waren im Prinzip so meine bzw. Mattis Wünsche für die jeweilige dritte Generation der sowohl Mini als auch Pocket. Schreibt gerne mal eure Wünsche in die Kommentare rein, das würde mich wirklich mal interessieren, vor allen Dingen auch Leute, die vielleicht schon länger mit den Geräten hantieren oder auch Anfänger, sehr gerne, was ihr gerne sehen würdet. Ja, ihr habt ja teilweise auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel als jetzt wir oder halt echte Profis. Dementsprechend schreibt das sehr gerne mal in die Kommentare, würde mich wirklich mal interessieren, was ihr dazu denkt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Man sieht sich auch im nächsten Video. Ciao.